Hi Leute, willkommen zurück im Eiswindtal. Ich bin euer Marcel und wir legen direkt los hier. Also, in Ordnung. Untoter Lieutenant, um so weit gekommen zu sein, müsst ihr auf der Suche nach dem Tod sein. Ich will ihn euch gewähren eindringen. Was? Wo kommt die Stimme her? Sie klingt nicht, als käme sie von einem Skelett. Dies ist mein Diener. Er dient mir nur als Auge und Mund. Und jetzt wird er mir als Schwert dienen. Jawohl! Seid ihr bereit für mich? Ja? Ja? Natürlich. Nein, erst dran zu reden. Ja? Vita Mortis. Okay, laden. Erledigt. Nein, nochmal laden. So. Ja? Faccio Ferre. Ja? Jawohl. Du verlangst nach mir? Ganz kurz die Rüstung ablegen, damit wir zaubern können. Jawohl, erledigt. Erledigt. Allzeit bereit. Priest Alia. Immer bereit. Ich bin hier. Möchtet ihr das wirklich ausprobieren? Jawohl! Die gehen nirgendwo hin. Raus aus dem Schmerz! Ja? Überlass mich hier. Immer bereit. Erledigt. Nee. Ich nehme mich der Sache an. Lass uns beginnen!
blöden Gespensterskelette hier ab. Eisbomben sind. Habe ich ganz vergessen. Spür meine Stacheln. Seid so, ihr erstmal bereit? Den großen Tenant jetzt besiegen. Oh, schön. Lass uns beginnen. Bereit und jawohl. Gott. Das war viel. So, diese blöden Eisbrecher-Skelette da, also diese Skelette sind, ein paar sind wandelnde Eisbomben. Ah, hier. Stufe erhöhen. So, und dann noch. Gut. Oh. Seht ihr diese Bretter? Schön. Voller Fallen. Überall. Mhm. Mhm. Ja. Da ist auch noch ein Level-Up. Ganz übersehen. Stufe erhöhen. Sagenkunde erhöht. Ja, sicher doch. Komm schon. Oh. Immer bereit. Erledigt. Je größer die sind. Nein. Hier geblieben. Hier geblieben. Da, das. Hm, sicher doch. Ich bin also in Ordnung. Ich höre, natürlich. Bereit. Na gut. Hm? Was ist los? Das ist los. Hau drauf. Blöde Geschisse mit den Pluswaffen, die man braucht. Ja? Ja? Heil erstmal deinen Kollegen da. Vita Mortis. Mhm. Sicher doch. Problem ist, ich brauche den Schurken. Wegen der ganzen Fallen, die hier überall sind. Ah. Wie sieht's eigentlich aus? Also, oh, nicht schlecht. Da sind wir auch nicht mehr weit weg. Hier, da haben wir ja jetzt erst den hatten wir ja auch jetzt erst. Da dauert's noch etwas. Da sind wir nah dran am nächsten Aufstieg. Und hier sind wir auch nah dran. Also.
Wer ist der alte Feind? Allzeit bereit. Wie lautet dein Begehr? Zu deinen Diensten. Ich höre. Immer bereit. Ich bin hier, ja. Ich bin hier. Komm schon, Beschwörer, hau alles raus, was du hast. Das wird erledigt. Nein. So war das auch nicht gemeint. Du verlangst nach mir? Also, in Ordnung. Bereit und willig. Ja. Ja. Drauf und tot. Was ist los? Jawohl! Ich bin hier. Kalter Gruftschrecken. Immer bereit! So, jetzt haut den da weg. Und jetzt haut den da weg. Du verlangst ja? Nach mir? Ja, weißt du was? Vita Mortis. Oh, wir waren alle ein bisschen weit weg dafür. Ich bin hier. Oh. Herrje. Oh je, oh je. Hammerpfeile, ja. Warum nicht? Öffne mal. Ja. So. Ja. Speichern. Aufregende 15 Minuten. Wir sind nicht wirklich weit gekommen, wie ihr seht.
Pass mal auf! Erstmal hier hoch. Dadurch zwingen wir ihn raus. Ich nehme mich der Sache an. Ja? Mach mal leichte Wunde heilen auf. Vita Mortis. Bereit. Sicher doch. Jawohl, erledigt. Ach, denk halt. Na gut. Allzeit bereit. Und dann machst du jetzt mal. Vita Mortis. Ja. Die Trippelschritt-Taktik. Ah, fallen. So, erstmal wieder hoch, die Gruppe einsammeln hier. Ich bin hier. Immer bereit, erledigt. Es ist blöd, dass hier jetzt so viele Gruftschrecken sind, weil die alle nur mit Pluswaffen verwundbar sind. Oh. Sicher doch. Habt ihr das gesehen? Gespensterskelett. Explodiert. Ein Treffer und explodiert. Und macht dabei Kälteschaden. Such mal schön nach Fall. So, der soll ruhig um die Ecke da kommen jetzt. Was ist er denn? So. So kann man die zum Beispiel ausschalten. Ein Treffer, zack, und weg sind sie. Ich bin hier. Also, in Ordnung. Bereit. Sicher doch. Jawohl. Du verlangst nach mir?
Ganz wie du willst. Bereit und willig. Du gehst jetzt hier vor. Erledigt. Was ist los? Ganz wie du willst. Ich kümmere mich drum. Jawohl! Auf in den Schmerz! Ja, schon gut, schon gut. Wie lautet dein Begehr? Nein. Immer bereit. Allzeit bereit. Ich höre. Priest Ali. Was ist los? Ich bin hier. Vita Mortis. Ja? Seid ihr bereit für mich? Allzeit bereit. Schon gut, schon gut. Jawohl! Oh oh! Na gut. Immer bereit. Erledigt. Zu deinen Diensten. Ich bin hier. Ja? Jetzt wird's aber hier ungemütlich. Bereit. Ja? Ich nehme mich der Sache an. Das war erledigt. Wie lautet dein Begehr? Ja, du machst den jetzt kalt. Jawohl! Verschwendung von einem Marsch. Spüre meinen Stachel! Oh, Himmel! Hey, ja, 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 ja. Immer bereit, erledigt! Das war heftig. Ich bin hier? Ja. Puh, das war heftig. Das war eine heftige, sehr kampflastige Folge, würde ich mal sagen. Dafür sind wir hier beim Kriegerwald auf Level 8, was auch bitter notwendig ist. Unsere Druidin ist auch nicht mehr weit weg von Stufe 10, was auch sehr gut ist. Stufe 8 für Sarah, unsere Waldläuferin, Bogenschützin, ist noch eine Weile. Der hat auch noch eine Weile bis Stufe 10, Sine braucht eine Weile. Oh, er sollte auch bald auf Stufe 9 sein. Oh, ich brauche so dringend mal ein paar andere... Zeig mal dein Zauberbuch, bitte. Du hast deinen Spellslot. Schutz von normal. Nee. Aber das. Feuerball. Oh, so wie ich für dich diese Rüstung habe, dann geht's endlich ab. Stärke, die Anwendung dieses Zaubers nimmt die Stärke des Anwenders und Abhängigkeit von einer Klasse erhöht. Kleriker und Diebe erhalten 1 bis 6 Punkte, Kämpfer 1 bis 8 Punkte.
Nur für Kämpfer gilt, dass alle Punkte über eine Stärke von 18 in einen 10%-Bonus für jeden Extrapunkt umgewandelt werden. Bis zu einem Maximum von 18.00 Stärke. Für alle anderen Klassen ist die Stärke von 18 das Maximum. Also der Zauber bringt mir gar nichts. Da ich, doch, also ich könnte meiner Druidin damit ein bisschen helfen. Aber... es ist schon kacke, eine Druidin im Nahkampf habe ich halt, aber... ich habe halt keine guten Waffen, sage ich mal, für sie. Heieieiei, da ist noch einiges zu tun. Nun, wie dem auch sei. Das soll es für diese Folge jetzt aber gewesen sein. Ich habe wenig zu erzählen gehabt, weil wir viel gekämpft haben. Puh, viel los. In der nächsten Folge, also wir haben ja jetzt schon ein bisschen was hier gesäubert. In der nächsten Folge werden wir halt hier weiter säubern und auf die unbekannte Person vielleicht auch treffen, die uns ständig Untote und Skelette und entgegenwirft. Und bis dahin verabschiede ich mich von euch. Ich bin euer Marcel und sage bis denn.